Hallo aus Heidelberg. Ich bin hier auf einer Dachsanierungsbaustelle und die Innenarchitektin Christiane von der Linde hat dieses Projekt oder betreut dieses Projekt, ist auch die Bauleiterin. Und interessant ist, dass sie total auf Anschlüsse und Detaillösungen achtet. Und bei Architekten ist es nicht unbedingt bekannt, dass sie Luftdichtung lieben. Und sie ist eine überzeugte Luftdichterin. Und jetzt wollte ich mal fragen, was ist so das Besondere an diesem Projekt? Wo sind die Herausforderungen und warum ist Luftdichtung Ihrer Meinung nach so wichtig? Also die besondere Herausforderung ist hier, wir haben einen Altbau, wir haben ein denkmalgeschütztes Gebäude und das ist in einem gewissen Alter und da sind natürlich viele Dinge nicht so, wie sie heute sein sollten und deswegen müssen wir die ganzen Anschlüsse eben entsprechend ausbilden, was nicht ganz einfach ist. Ich komme nicht an alle Sachen dran. Wir haben einen Teil des Daches ist schon mal saniert worden vor 2-3 Jahren. Und da ist jetzt speziell die Schwierigkeit an die vorhandene oder dort verlegte Dampfbremse anzuschließen, was nicht ganz einfach wird. Und mir ist es so wichtig, weil eben einfach keine Feuchtigkeit ins Holz reinkommt. Also es ist mein absolutes Priorität, dass hier wirklich richtig gearbeitet wird. Und vor allen Dingen, wenn sie verlegt wird, dann muss sie 100%ig angeschlossen sein, weil alles andere bringt dann auch nichts. Wir durften die Baustelle ein bisschen begleiten und die Fotos und die Informationen dazu findet ihr im Newsletter oder im Proklima-Blog.